Hallo Edelmetallfreunde, Freunde der Wahrheit. Wieder ist Freitag, wir haben wieder eine Woche hinter uns gebracht in diesem ganzen Chaos. Und ihr seht schon an meinem Hintergrund, heute geht es nochmal etwas ausführlicher um Silber. Und ich bleibe dabei, wir werden hier noch Bewegungen sehen, die einem noch richtig die Sprache verschlagen werden. Also was habe ich heute noch für euch? Es geht um die Grünen. Habeck hat sich mal wieder verrechnet. Dann noch ein paar weitere Meldungen aus Schilda und zum Iran. Also fangen wir mit Schilda an. Und da mit dem Dauerthema wieder. Gestern veröffentlichten wir ein Interview mit einer Mutter, deren Sohn an den Folgen einer Corona-Impfung starb. Er hinterließ Frau und zwei Kinder. Der Text einer Gedenkanzeige der Mutter wurde von der Zeitung zunächst abgelehnt. Der Satz, den sie gerne gestrichen haben wollten, ist elementar wichtig. Mein Sohn war ein 48-jähriger, gesunder, sportlicher Mann ohne Vorerkrankungen. Er wollte sich nicht gegen Corona impfen lassen und hat letztendlich dem Druck der Politik nachgegeben, da er seinen Arbeitsplatz nicht verlieren wollte. Wenige Tage nach der zweiten Corona-Impfung bekam er eine Herzmuskelentzündung. Und so weiter. Die Zeitung hat schließlich eingelenkt und die Anzeige gedruckt, wie die Frau wollte. Also dieses Verbrechen muss unbedingt aufgearbeitet werden. Wir bleiben in Schilda und kommen zu Habeck. Steuerfinanzierte EEG-Umlage verursacht Milliardendefizit. Das Wirtschaftsministerium, geleitet von Robert Habeck, hat die für die Energiewende benötigten Finanzmittel sichtbar unterschätzt. Diese Unterschätzung tritt deutlich zutage, wenn man die ursprünglich budgetierten Ausgaben mit den tatsächlich getätigten vergleicht. Bereits die im ersten Quartal getätigten Auszahlungen in Höhe von 4,3 Milliarden Euro werfen ein Schlaglicht auf das Ausmaß des Problems. Diese Summe lässt die Vermutung zu, dass die politischen Verantwortlichen die finanziellen Herausforderungen, die mit der Umsetzung der Energiewende einhergehen, drastisch missverstanden haben. Die bedeutsame Fehlkalkulation der Kosten für die Förderung erneuerbarer Energien durch das Wirtschaftsministerium beleuchtet die dringende Notwendigkeit einer Überarbeitung der Finanzstrategie. Ohne eine Korrektur dieser Fehleinschätzungen könnten die jährlichen Kosten bald 30 Milliarden Euro erreichen, was eine untragbare finanzielle Belastung für die Steuerzahler darstellen würde. Diese Geisterfahrt ist wirklich unfassbar. Immerhin, es gibt auch einen kleinen Lichtblick und er hat mit Julian Reichelt zu tun, also ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Das Berliner Kammergericht hatte eine einstweilige Verfügung erlassen. Der frühere Chefredakteur der Bild-Zeitung sollte nicht mehr die Entwicklungshilfe der Bundesregierung für Afghanistan kritisieren dürfen. Julian Reichelt hatte deswegen beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde eingelegt und Recht bekommen. Das ist in erster Linie ein Sieg für ihn und die Nachrichtenplattform News. Doch die öffentliche Reaktion zeigt, dass diese Geschichte eine tiefere Ebene hat, bei der es mit der bloßen Formulierung des Sieges der Meinungsfreiheit nicht getan ist. Denn die Begründung, die schon bald in zahlreichen Ecken des Netzes kursierte, hat es in sich. Sie ist in ihrer prinzipiellen Natur mit einem früheren Urteil aus Karlsruhe vergleichbar, das bis heute als Ausweis eines Gerichtes gilt, das früher einmal die größte Wertschätzung in der Bundesrepublik genoss. Man kann sie auf diese kurze Formel bringen: Das Gut der Meinungsfreiheit ist in Deutschland so stark geschützt, weil es aus dem besonderen Schutzbedürfnis der Machtkritik erwachsen ist. Dazu noch ein Zitat: Dem Staat kommt kein grundrechtlich fundierter Ehrenschutz zu. Damit weiter zu den Grünen, denn bei den Umfragen tut sich langsam etwas, hat vielleicht auch mit solchen Schlagzeilen hier zu tun. Dass hier aus meinem Bundesland bessere Flüchtlingsversorgung, echte Willkommenskultur, als hätten diese Leute einen Fetisch. Wann haben Sie mal etwas gefordert für die Idioten, die das alles finanzieren müssen? Absolut folgerichtig und doch noch zu langsam geht es mit den Umfrageergebnissen der Grünen abwärts. Die Grünen haben zuletzt sehr viele Wähler aus der politischen Mitte verloren, die sie bei der Bundestagswahl 21 hinzugewonnen hatten. Wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes vorsah, für das RTL-NTV Trendbarometer zeigt, würden die Grünen, wenn der Bundestag schon im April 2024 gewählt würde, lediglich 12% der abgegebenen Stimmen erhalten. Das wäre der niedrigste Wert für die Partei seit Juni 2018. Sympathien für die Öko-Partei, wobei ich das bezweifle, zeigten demnach tendenziell mehr Frauen und Menschen aus dem Westen der Republik. Zudem konnten die Grünen eher bei jungen Wählerinnen und Wählern punkten als bei den Älteren. Unter denjenigen, die jetzt die Grünen wählen, sind Vorsatz zufolge überdurchschnittlich viele Menschen mit höheren Einkommen. Beamte würden die Grünen dreimal häufiger wählen als Arbeiter und Selbstständige. Dass ich sie als Selbstständiger nicht wähle, liegt vollkommen auf der Hand. Jeder, der mit den katastrophalen Folgen zu kämpfen hat, wählt sie natürlich nicht.
Also blähen Sie den Staatsapparat auf. Schauen wir uns die Umfrage mal grafisch an. Hier der Wahltrend vom 16.04. Das sind die Grünen bei 13,2%. Immerhin, wenn wir uns die letzten Umfragen angucken, die sind schon etwas älter. Also bei den letzten geht es überall abwärts bis zu den 12% von Forsa, die wir gerade hatten. Interessant, wenn wir hier mal davon ausgehen, dass BSW und die FDP nicht in den Bundestag kämen, wie dann die möglichen Koalitionen aussehen. Also es muss sich noch einiges tun, damit es nicht so weitergeht wie bisher. Ganz spannend auch diese Darstellung, wie die aktuellen Wahlergebnisse der Grünen aussehen und wie diese sich verändert haben. Wenn wir mal hier unten blättern, also die Ergebnisse, die zugenommen haben, was mir völlig unverständlich ist, sind schon älter. Also die wären jetzt mit Sicherheit auch anders. Also eine sehr erfreuliche Entwicklung, wobei hier natürlich noch sehr viel Grün ist. Wobei ich Grün ja mag, wie ihr wisst, aber dieses Grün nicht. Immerhin, hier haben wir schon 5% erreicht. Und damit komme ich zum Silber. Also, GameStop 2.0. Das Silberdefizit wächst immer weiter. Das Defizit auf dem Silbermarkt trägt dazu bei, den Preis zu stützen und ihm einen festen Boden zu geben, erklärte Philip Newman, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Metals Focus, das den World Silver Survey für das Silver Institute erstellt hat. Das Defizit ist im vergangenen Jahr um 30% zurückgegangen, aber in absoluten Zahlen ist es mit 184,3 Millionen Unzen immer noch erschreckend hoch. Das weltweite Angebot blieb weitgehend stabil bei rund 1 Milliarde Unzen, während die industrielle Nachfrage mit einem Wachstum von 11% unglaublich gut lief, so Newman. Blicken wir mal in den World Silver Survey rein, den gibt es kostenlos und das verlinke ich euch auch mit in der Box. So, also hier sehen wir Angebot und Nachfrage. Da hatten wir also voriges Jahr ein Defizit von 184 Millionen Unzen. Das war etwas weniger als 22, aber schaut mal hier, für 24 wird wieder ein größeres Defizit erwartet. Und wenn man die Investments in ETFs mit dazu rechnet, die sie wohl schätzen hier, dann wird das Defizit noch viel größer und kommt sogar an das von 2020 ran, wo wir die Panikkäufe im Zuge von Corona hatten. Interessant auch, dass die Investmentnachfrage deutlich gefallen ist. Das finden wir hier um 28% gesunken. Mal schauen, wie das in diesem Jahr aussieht. Also Sie rechnen auch mit einem weiteren Rückgang, was ich nicht glaube. Blicken wir mal auf die Weltnachfrage und die in Europa. Nach 5 aufeinanderfolgenden jährlichen Zuwächsen gingen die physischen Investitionen im vergangenen Jahr um fast ein Drittel auf ein Dreijahrestief von 243,1 Millionen Unzen zurück. Während alle wichtigen Märkte Verluste verzeichneten, war der Rückgang in Deutschland minus 73% nach der Mehrwertsteuererhöhung zu Beginn des Jahres 2023 besonders groß. Europa ist hier auch nochmal extra aufgeschlüsselt, ein bisschen weiter hinten. In Europa fielen die physischen Investitionen im Jahr 2023 um 59% auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise 2008. Deutschland, das hatten wir gerade, mit einem Anteil von über 70% in der Region verzeichnete einen Rückgang von 73% und war für den Großteil der Verluste verantwortlich. Wenn man dieses Land ausschließt, lag der Rückgang in Europa bei weit geringeren 16%. Vielleicht nimmt man den Leuten hier auch einfach zu viel weg, aber ihr seht, der Preis zieht ja trotzdem nach oben und das kommt von der Industrienachfrage, besonders Solar, was wir in der Tabelle gerade eben gesehen haben. Also ich denke, die Türkei ist hier wiederum unser sozusagen Vorbild, wo ja die Leute wahnsinnig viel Silber auch kaufen. Wenn einmal das Bewusstsein für die Inflation da ist, übrigens schaut euch das letzte Video von Egon von Greyerz an oder mit Egon, es ist Zeit, jetzt vorzusorgen. Wenn die Leute einmal merken, dass die Inflation eben zurückkommt und nicht wieder fällt, werden sie hier reingehen. Und es sind solche Summen im Umlauf, der Silbermarkt, ihr wisst es. Einige Milliarden können hier alles drehen und wir sehen die zarten Anfänge davon. Noch zum Iran, denn Israel hat wiederum eine Racheaktion durchgeführt. Wir lesen hier, Israel startete einen Überraschungsangriff auf den Iran. Luftwaffenstützpunkt Qatami in Isfahan wurde angegriffen und das ist wohl nicht weit von Nuklearanlagen entfernt. Wir wissen auch, dass die Iraner vorher wiederum gedroht hatten, sollte Israel das wagen, was sie jetzt getan haben,
werden sie sich rächen und so weiter. Also diese Spirale läuft leider. Und meine Vermutung ist jetzt folgende, also ich spinne mal ein bisschen. Die Iraner werden jetzt wiederum eine Racheaktion starten und dann wird Israel den richtig großen Hammer auspacken. Und wenn dann Iran ganz schwer unter Beschuss kommt, glaube ich nicht, dass weitere arabische Staaten wie beim letzten Mal nochmal auf Seite der Amerikaner und Israelis stehen werden. Was das bedeutet, könnt ihr euch vielleicht ungefähr ausmalen. Das waren die Top News für diese Woche. Es sind üble Zeiten, aber wie gesagt, denkt an die Leute, die euch was bedeuten. Für die machen wir das ja schließlich alles. Sorgen vor, weil viele es nicht tun. Und nichtsdestotrotz, auch wenn es kalt ist, genießt das Wochenende. Nächste Woche gibt es wieder interessante News, unter anderem die Royalty-Firma aus Australien, die ich für diese Woche versprochen hatte. Hat nicht geklappt, aber nächste Woche definitiv. Also bis dann. Tschüss.